Hallo Leute, hier ist Giochi und ich begrüße euch zu meinem ersten Deck-Profile. Ich habe lange überlegt, was soll ich euch als erstes präsentieren. Irgendwas, was man schon kennt, irgendwas, was interessant ist, irgendwas, was bekannt ist. Ich habe mich entschieden, ich werde euch als allererstes mein Sabersworn vorstellen. Könnte man vielleicht schon von der Coverage auf ETCG aus Köln kennen. Da habe ich das ganze Deck gespielt. Wie schon gesagt, Sabersworn, halt die Kombination aus Lightsworn und Saber, und das werde ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Dann angefangen mit den drei Fulham Knights, die einfach ziemlich Pflicht sind in jedem Saber-Bild, genauso wie die drei Dark Souls. Ich spiele zwei Foul-Trolle und zwei Kobaltritter. Finde ich reichen in einem Deck, in dem man nur Hybrid-Saber spielt. Die Foul-Trolle sind mit 2 schon ziemlich viel, werde ich auch gleich noch kurz erwähnen, warum. Ich spiele mittlerweile einen X-Säbel-Gardisten. Dadurch, dass ich Lightsworn habe, kommt er einfach ziemlich schnell und ziemlich solide aufs Feld. Hat 2-1, ist ein guter Beatstick und lässt sich mit Fulham Knight direkt weiter zu einem Achter verwerten. Außerdem schönes Ziel für Gottums Notruf. Dann ein Paar Schul und im Gegensatz zu Köln nur noch ein Ragiguga. Genau der ist der Grund, warum die zwei Foul-Trolle halt eigentlich reichen. Man mildt einen Foul-Troll rein, spielt ihn aus, nimmt sich den Foul-Troll wieder. Das ist schon ziemlich super. Dann sind wir beim Lightspawn-Anteil. Da spiele ich, na klar, zwei Urteilsdrachen. Ist einfach das stärkste Monster im Spiel. Kann man nichts zu sagen. Zwei Rykos, zwei Lailas. Dadurch, dass alleine diese vier Karten machen das Matchup gegen Decks wie Gravekeeper, Anti einfach ziemlich stark und auch gegen Samurai. Man settet einen Ryko, der Gegner hat noch selber gesehen, er erwartet irgendwas und oder ein Paschul und man gibt ihm einfach Ryko und mildt dann Lightsworns. Er guckt dich erstmal an. Und ab jetzt jeden einmal ein Ehren, ein Orkus, eine Celestia, eine Lumina und ein Jayne. Und weil es natürlich ein Lightsworn-Deck ist, was Lightsworn-Anteile spielt, eine Balb, zu gute Karte, wenn man sie einfach runtermildt. Synchro for free, das nimmt jeder. Dann zu den Zauberkarten. Ich spiele drei Solar-Wiederaufladungen mit den Lightsworns, ganz klar. Ich will die auch im Friedhof haben, damit ich den Urteilsdrachen spielen kann. Zwei Port of Avarice, ziemlich gute Karte in dem Deck. Man denkt zwar, okay, man hat so wenig Lightsworns und man hat da nur ein paar Saber, warum wieder reinmischen, du hast doch den Ragiguga und die Gotham's Calls und sehr gute Karte, kommt so gut wie nie tot und es passiert sehr selten, dass man sich einfach alles reinmischt, was man braucht. Eine Brigade, ein Monster Reborn, ein Darkhole, eine Tornade und ein Roter. Gerade das Roter, viel mehr Ziele als im normalen Saber. Ich kann halt nicht nur den Fulham Knight oder den Paschal suchen, sondern auch den Ehren oder den Jayne. Und der Jayne ist schon ziemlich gut. Dann die Fallen, zwei Solemn Warning, einfach zu stark, als dass man es nicht spielen könnte. Und drei Gotoms Notruf. Die Gotoms Calls, klare Sache, wenn man den Friedhof sehr schnell vollkriegt, einfach nur ein Saber ausspielen und volle Kontrolle haben, vollen Zugriff auf seinen Friedhof. Ich denke, das erklärt sich eigentlich von selbst. So, dann komme ich jetzt direkt zum Side-Deck. Im Side hat sich nichts zu Köln verändert. Das Side-Deck war auch sehr stark so, hat mich absolut überzeugt, deswegen bleibe ich dabei. Das sind dann drei Thunder Kings. Sehr stark im Matchup gegen Gravekeeper, auch gegen Samurai, Anti, einfach er ist ein Beatstick und das reicht schon. Zwei Effektwähler, im Moment der absolute MVP im Format, ja. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr den Platz habt und wenn ihr sie nicht Main spielen könnt, spielt sie mindestens im Side. Zwei DD-Krähen. Auch super. Haben mich nie verlassen am Wochenende da. Und der eine Gortz. Ich spiele halt sehr wenig Fallen. Deswegen brauche ich halt Schutz, wenn ich merke, dass ich gegen OTK-Deck spiele. Wie zum Beispiel KMP. Dann zwei MSTs. Sehr gut. Können im Endeffekt immer reingesidet werden. Der Gegner sieht, dass man wenig Removal abgesehen von den Monstern spielt. Dann sind die einfach sehr stark. Zwei Bottomless, wenn ich halt ein bisschen den Lightsworn-Teil rausborde, was ich eigentlich fast immer gemacht habe, kommen die Bottomless rein und die MSTs, man versucht ein bisschen mehr Kontrolle zu kriegen. Sehr gut gegen Gladys. Und zuletzt drei Royal Decree.
Absolut gute Karte im Moment. Wird von sehr vielen unterschätzt, kann ich auch nur wieder absolut empfehlen. Nimmt einfach alles hoch, wie Warning, BTH, von den Samurai, die Magatamas, von Gladiatoren, so ziemlich alles. Man muss halt nur den Schutz haben, dass man dann kein Gladi durchlässt. Und auch sonst. Kann ich absolut nur empfehlen, hat mich sehr überzeugt. So, und zu guter Letzt das Extra-Deck. Fange ich dann gleich mal mit einer Überraschung an, und zwar mit X-Säbel Wayne. Dazu erzähle ich kurz ein bisschen. Der Wayne wirkt im ersten Moment absolut unnütz, aber wenn man sich dann darüber klar wird, dass man noch ein Ehren, ein Jayne spielt oder halt den Wayne spielen kann und direkt einen Fulham Knight aus der Hand beschwören kann, dann lässt es ihn schon wieder besser aussehen. Er ist außerdem ein gutes Ziel für Gotham's Call und lässt sich halt direkt weiter synchronisieren mit dem Fulham Knight zu einem Achter. Also ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Wayne gemacht und ich würde ihn auch nicht wieder aus dem Extra-Deck kicken wollen, vor allen Dingen nicht in dem Deck. Dann ganz normal zwei Hyunlais, ein Urbellum, ein Gotthems als Saber-Teil, ein Beast, ein Barkion, ein Arkanit-Magier. Würden jetzt wahrscheinlich auch viele gucken, so, hä, warum? Aber der Arkanit-Magier ist eine sehr starke Karte in dem Deck. Wenn man halt eine Layla hat und sie ausspielt und einen Fulham Knight daneben legt, dann kann man die Layla drehen, danach zu einem Arcanite Magician Tune und dann nochmal zwei schießen. Sehr gut, kann ich echt nur empfehlen. Würde ich auch nicht wieder kicken wollen. Eine Nebelraupe, die wird wohl Tötung Schula weichen, sobald meine drei aus der USA da sind. Ein Brionak, ein Schrottdrache, ein Colossal Fighter, ein Katastor, ein Stardust Dragon und ein Black Rose Dragon. Das vervollständigt das Extra-Deck. Ja, ich hoffe, dass das Deck-Profile euch halbwegs gefallen hat. Wie gesagt, wenn ich mich ein paar Mal verplappert habe, seid nachsichtig, es ist mein erstes. Comments zu dem Deck-Profile gerne gesehen. Wenn euch irgendwas interessiert, wie das Deck läuft, wie ich damit weiterspiele, schreibt mir, meldet euch und das nächste Deck-Profile wird auf jeden Fall demnächst kommen. Danke fürs Zuschauen.